Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und es läuft jetzt deutlich flüssiger, nachdem ich, was ich für irgendwie ziemlich bescheuert halte, eine X-Split deinstalliert habe, was mir eine zusätzliche Grafikkarte, Soundkarte installiert. Ich habe irgendwie nachgeguckt und der sagte so, ja, also die, wenn man zwei HD-Soundkarten sind, das dann installiert hat, dann soll doch angeblich das Spiel schlecht laufen und ja, ist so. Läuft jetzt deutlich besser. Dann sprechen wir mal mit Nihlus. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Sprechen? Wo ist Captain Anderson? Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. März, das muss doch dabei sein. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Ich weiß es nicht. Worauf wollen Sie denn hinaus? Wissen Sie etwas Besonderes? Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Was ist denn hier los? Dürfte ich Sie um eine Erklärung bitten, Captain? Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Oh. Deswegen auch die dramatische Musik. Warum so geheimnisvoll? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Warum dem Rat erzählt? Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Nihlus möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Und warum? Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Sie haben eine ganze Angriffswelle während des Gyllianischen Angriffs aufgehalten. Sie haben nicht nur Courage, sondern auch ihre Fähigkeiten bewiesen. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Sie haben was? Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Captain, sind Sie auch der Meinung? Es wäre eine gute Sache für die Allianz.
Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf sie. Ich muss mir ein eigenes Bild ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Werde ich machen. Was mit den Proteanern? Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Hm, das wissen wir, ja. Eden Prime. Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt, aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Ergibt Sinn, Captain, ergibt Sinn. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wer wären diese falschen Hände? Wen meinen Sie damit? Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Okay, dann sind wir jetzt bereit, ne? Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Ah, was passiert jetzt schon wieder? Wow. Runter jetzt! Okay. Nicht gut. Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Was ist das? Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Okay. Das kann ja heiter werden. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain?
Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen Auskunft schaffen. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Er kann auf uns zählen. Er kann sich auf uns verlassen. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Ja. Es fängt hier direkt an mit der Action, schon direkt nach einer halben Stunde. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ist das? Nee. Ich weiß ja nicht, wie das... Riecht nach Rauch und Tod. Oh Gott, was war hier los? Ich weiß natürlich noch nicht genau, wie die Steuerung ist. Ich glaube, ich habe eine Pistole tatsächlich. Oh, was ist das denn? Oh. War jetzt tatsächlich eine Granate. Da muss ich mal in der nächsten Folge. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Die Steuerung ändern. Zum Drücken, Feuern drücken Ihre linke Maustaste. Verdammt! Ja, das ist fast offensichtlich. Okay. Oh Gott, was ist hier geschehen? Ja, das frage ich mich auch. Das war doch alles mal friedlich. Oh shit. Geff auf Klärungsdrohnen, ja. Nein, treffen sollte gelernt sein. Nein, ich will immer die Granate. Nachladen, aber ist die Granate. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Er verdient ein Begräbnis. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Vorbild. Hey. Wieder mal das fast klar, dass ich mal wieder diesen Pfad einschlage. Was sind das für Teile? Wow. Ja, doch ein ganz normaler STG, wenigstens das normal. Oh. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ach, guck mal, da wird mir direkt angezeigt, was für eine... Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Es wird mir direkt angezeigt, wie die Gesundheit ist. Das finde ich jetzt gut. Oh, ein Upgrade-Kit. Ein Kampfsensor. Cool. Nein, ich will doch. Das ist doch kacke. Leertaste. Ah. Ah. Das ist Caden und das bin ich. Okay, das muss ich mir noch auf Top setzen. Tötet sie alle! Wow. Wieso kann ich nicht rechts zielen? Ja. Oh. Nein! Wir haben die Schilde verloren.
Wir haben doch noch gar kein Schild. Ich glaube, wir haben sie, Commander. Ach doch, haben wir. Wow. Es geht ab. Oh oh. Ach, Ashley Williams, gucke mal. Also ich will mit ihnen sprechen. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Wo ist denn Ihre Einheit geblieben? Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einzige übrig. Es war nicht Ihre Schuld. Sie mussten überleben. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um Sie zu retten. Jawohl, Sir. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Schließen Sie sich uns an. Im Team sind wir effektiver. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Was haben Sie denn zu den Geth zu sagen? Was wissen Sie sonst noch über die Geth? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch. Nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Ja, ja. Und der Sender? Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert. Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Und die Wissenschaftler, wo sind die geblieben? Was ist mit den Wissenschaftlern an der Ausgrabungsstätte? Keine Ahnung. Sie hatten ein Camp in der Nähe des Senders aufgeschlagen. Das 232. war bei ihnen. Vielleicht haben sie sich besser geschlagen als meine Einheit. Und wie war es hier so vor dem Angriff? Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Geth kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Und haben Sie Nihilus gesehen? Haben Sie hier einen turianischen Spectre gesehen? Auf Eden Prime gibt es keine Turianer. Jedenfalls keine, denen ich begegnet wäre. Keine Ahnung, ob ich einen von denen überhaupt als Spectre erkannt hätte. Bei dem Kerl hätten sie es erkannt. Er hat genug Feuerkraft bei sich, um eine komplette Kompanie auszuradieren. Glücklicherweise steht er auf unserer Seite. Mehr oder weniger. Entschuldigung. Wie ich schon sagte, keine Turianer. Gehen wir. Los geht's. Er hat eine Gegenstände Bärmschie. Okay, nehme ich. Drücken Sie hier, um den Ausrüstungsbildschirm zu öffnen, jo. Den Helm auf- oder absetzen? Ja, mit, lieber. Jeder Waffe hat einen Waffen- und einen Munitions-Upgrade-Slot. Klicken Sie auf das Waffensymbol, um auf die Waffen-Upgrades für diese Waffe zuzugreifen. Über das Cool-Symbol erhalten Sie Zugriff über die Munitions-Upgrades.
Wahr. Dann klicken Sie auf eine Waffe, um sie auszurüsten. Granaten, Universalzweizeug, Panzerung. Und da kann ich noch die anderen beiden machen. Ja, gucke ich später mal nach. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.